40 Milliarden Euro. Das ist der Preis, den wir jetzt gerade als Gesellschaft alle dafür zahlen, dass eine Handvoll vermögender Menschen und reicher Unternehmen ein Steuerprivileg nach dem nächsten bekommen hat. Die Lobby des großen Geldes war sehr, sehr erfolgreich darin, diese Steuerprivilegien umzusetzen. Die Stiftung Familienunternehmen, vor der wir jetzt gerade stehen, da denken viele wahrscheinlich daran, dass das die Bäckerei von nebenan ist. Das ist falsch. Die Stiftung Familienunternehmen hat die reichsten Familienunternehmer Deutschlands in ihr organisiert. Und sie haben dafür gesorgt, dass eine kleine Gruppe wahnsinnig viele Steuerprivilegien bekommen hat. Die Lobby des großen Geldes hat das Hinspiel gewonnen. Wir wollen nun das Rückspiel organisieren. Wir, das sind das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das ist die Initiative Tax Me Now und es ist die Bürgerbewegung Finanzwende. Gemeinsam mit tausenden Bürgerinnen und Bürgern wollen wir dafür sorgen, dass die Politik ein Steuerprivileg nach dem nächsten kippt.